46 Jahre ist es jetzt alt. Ich meine, wer wird schon gefragt, was haben Sie vor 46 Jahren gemacht? Nur Verbrecher, oder? Nein, nein, ich habe diese Bank nicht ausgeraubt, sagt er dann. Nein, nein, ich habe diesen Mord nicht begangen. Nein, nein, sage ich habe das Stück nicht geschrieben, das hat sich von selbst geschrieben. Nein, ich war nur zufällig da. Ich habe es da entstehen sehen und schwupp, hat es mich gepackt. Und dann wurde es. Es ist so schwierig, über etwas, was dieses lange Leben schon hinter sich hat, als ein Geborenwerdendes oder gerade geboren worden Seiendes zu sprechen. Ich war damals sicher sehr unter dem Eindruck von Stockhausens Inori. Und an einer Stelle wird es ja auch mal sehr diskret oder weniger diskret, ich weiß es nicht, zitiert. Kenner und Kennerinnen werden es hören. Und hier geht es jetzt um mehr horizontale Entwicklungen, also der Rohzustand, der dem musikalischen Wachstum entgegengesetzt ist, ist da bei Subkultur ein Trommelwirbel, eine dichte Attacke von vier großen Trommeln. Und da kämpft sich sozusagen durch eine Art Melodie-Adagio, eine Art langsamer Satz. Schritt für Schritt, bis er in eine Spirale gerät und eine Art Flugbewegung macht. Bei Sub geht es das, was aus der Tiefe kommt. Das sind sehr viele Passagen für tiefe Instrumente, Lineaturen, die erdadergleich gefördert werden. Das sind ja alles auch Lebewesen, die man da im Laufe seines Lebens kreiert. Manchmal sehe ich in den Stücken Gesprächspartnern gegenüber. Gestalten. Manche verschwinden dann für ein paar Jahre, schweigen, und kommen sie wieder her und sprechen plötzlich wieder. Da darf man nicht ungeduldig sein.